about to get real. Hey Leute, Lorenz wieder am Start mit einem neuen Video. Was soll ich sagen? Auf das letzte Video hat es sehr früh gute Resonanz gegeben. Beziehungsweise wenn wir jetzt schon 60 Klicks innerhalb von 2 Tagen. Das ist ziemlich genial, dafür, dass wir eben ein neuer Channel sind. Und ja, also ich wollte gleich einmal mit einer Real-Life-Story beginnen. Ja, ich weiß, Montana Black und so weiter. Aber ja, ich wollte es einmal raushauen, okay. Weil mir bereitet die Geschichte heute noch sehr viel Freude. Und zwar war ich mit meinem Freund Nino und 2 weiteren Freunden, die Namen sind jetzt unwichtig, vor. Und wir haben um 18 Uhr eben begonnen, ja, mit Wodka, wie auch immer, das Vorglühen halt. Ne? Muss man sich vorstellen. Nach einer Zeit, also nach einer Stunde circa, kommt der Freund, der Gerni heißt, zu mir und sagt, ja, mir geht's irgendwie etwas schlecht. Ich so, ja, okay, ja, dann leg dich kurz hin. Ja, legt er sich hin, hört man eben nur so ein, ja, würgendes Geräusch. Hat er sich von oben bis unten angespielt. Auf jeden Fall haben wir gedacht, ja, scheiß drauf, ne, gehen wir weiter. Sind wir in den Club gegangen, in einen sehr berühmten Stadt, wo wir leben. Egal. Ja, fahren wir mit dem Taxi halt dorthin. Auf einmal speit der Typ sich von oben bis unten komplett an. Seine ganze Kleidung, die er neu gekauft hat, war futsch. Das sage ich euch, Mann. Das war krass brutal. So, richtig Arschloch, ne? Weißt du, das ist scheiße. Ja, auf jeden Fall haben wir Geld fürs Taxi, damit er eben Heimfahrt gegeben. Und haben gesagt, ja, es hat keinen Sinn mehr. Komm, Bro, chill dich ins Taxi, gönn dir. Und ja, dann machen wir halt voll Party um 2 circa, also ja, um 2 ruft der Freund an und sagt, ja, er wäre jetzt bei Mackels, wo und wo wir sind. Selbstverständlich. Weil er hat da 5 Stunden hat er bei Mackels gechillt, angespielt von oben bis unten. Der hat nichts gekannt. Der ist so verfressen. Er hat nichts gekannt. Das Brutalste kommt erst, ja? Ja, denken wir uns, ja, scheiße. Da hat er den Camper gerade wegnasst, sehe ich. Denken wir, ja, wasch los. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch einfach nicht, dass der da chillt. Gehen wir hin und sehen wir den auf einmal mit einer saufeschen Alten da sitzen und schmusen. Das hast du noch nicht gesehen. Das hast du noch nicht gesehen. Das war der geilste Moment beim Fortgehen. Jo, schreibt mal in die Kommentare, was bei euch so vorgefallen ist beim Fortgehen. Und gebt euch noch das Gameplay. Das ist sehr schön von Nino aufgenommen worden. Nuketown kennt ihr eh. Die Specs von der Waffe und so weiter gebe ich euch noch in die Beschreibung. Beziehungsweise welche Aufsätze. Und ja, dann gebt euch noch das Gameplay und viel Spaß bis zum nächsten Mal. Nice.